So, weiter geht's. Nachdem ich mir die letzten paar Videos mal selber angeschaut habe, habe ich zum einen mal den Spielsound ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, das passt jetzt besser mit meiner Mikrofonaufnahme. Und zum anderen würde ich gerne noch ein paar Sachen nachtragen, die mir aufgefallen sind, die ich vergessen habe oder ganz falsch erzählt habe. Zum einen möchte ich noch mal ein bisschen auf das Terrain hier eingehen. Ja, man sieht, dass es hier unterschiedliche Felder gibt. Wenn man mit der Maus drüber geht, dann kriegt man auch eine Beschreibung davon. Also das Grüne ist Grassland. Dann haben wir hier die Plains, dieses braune. Ja, Flüsse gibt es auch. Dann haben wir hier hinten Wüste. Ich habe hier mal die Yields eingeschaltet. Man sieht zum Beispiel, dass in der Wüste gibt es überhaupt keinen Ertrag. Also so eine Wüste zu bearbeiten, das bringt gar nichts an Ressourcen. Wüste an einem Fluss hingegen nennt sich Floodplains. Das ist wie ein normales Grasland, hat allerdings eine kleine Änderung. Und zwar hatte ich bezüglich des Kampfes ein bisschen von Terrain-Modifiern gesprochen. Floodplains haben, genauso wie Oasis, die sieht man vielleicht noch später irgendwo, das ist so ein kleiner See in der Wüste, eine Oase halt, haben minus 10% Terrain-Modifier. Das heißt, wenn man sich auf so einem Feld befindet, dann hat man im Kampf minus 10% Verteidigung. Dann, bezüglich der Mine hier, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt ein paar verschiedene Grundterrains, also zum einen hier dieses Grassland, Plains, Desert, dann gibt es noch Snow und Tundra und was nicht alles. Dann gibt es noch die Hills, die ich übrigens fälschlicherweise als Mount bezeichnet habe, als Berg bezeichnet habe. Hills sind natürlich Hügel. Mountains gibt es auch, also richtige Berge gibt es auch, die sind hier oben. Ich mache mal gerade das Hexfeld an. Richtige Berge sind, haben zum einen überhaupt keinen Ertrag und zum anderen sind sie nicht passierbar. Also eine Einheit kann sich nicht dorthin bewegen. Das heißt, die dienen so ein bisschen als natürliche Grenzen ganz gut. Deswegen spiele ich immer ganz gerne auf der Einstellung 5 Billion Years, World Age. Da hat man recht viele Berge. Das macht das Kämpfen ein bisschen taktisch. Naja, wie dem auch sei. Berge haben immer als Yield zwei Produktion. Also als Grundyield haben Berge, jetzt sage ich schon wieder Berge, Hügel, zwei Produktion. Plains haben ein Food, eine Produktion. Grassland haben zwei Food. Es sind halt Hills. Dann überschreibt der Hill quasi den Yield von dem Grassland und macht hinzu zwei Produktion. Dann gibt es allerdings noch eine dritte Ebene und das sind Wälder, Dschungel und zum Beispiel hier haben wir auch einen Sumpf, Marsh. Die haben nochmal Vorrang, was die Yield angeht. Also hier sieht man es vielleicht schon, jeder Wald hat ein Food, eine Produktion, selbst auf dem Berg. Und jeder Jungle hat zwei Food. Jetzt sieht man hier schon, oh, da ist ein Jungle, der hat aber drei Food. Ja, auf jedem Gebiet kann es natürlich noch eine Ressource geben, die dann noch einen zusätzlichen Bonus gibt. Hier eben die Bananas mit plus 1 Food. Das heißt, man hat die 2 Food vom Jungle als Basis, plus 1 Food und hier 3. Genauso wie man hier als Basis den einen Food und den einen Production von dem Wald hat, kriegt man noch plus 3 Happiness, plus 3 Gold von den Gems. Das Einzige, was man sich halt hier merken sollte, ist, sobald man die Wälder oder Dschungel abholzt, verändert sich halt der Yield von dem Feld. Also wenn ich hier jetzt den Wald entferne, dann ändert sich der Yield von ein Food und ein Production vom Wald zu den zwei Production des Berges, plus halt die 3 Gold von den Gems. Also sowas sollte man im Hinterkopf behalten. Wenn zum Beispiel in meinem Fall hier bei der Stadt haben wir ein bisschen Nahrungsprobleme, sollte ich jetzt nicht unbedingt anfangen, überall noch die Wälder auf den Bergen, auf den verdammt Hügeln abzuholzen, weil dann habe ich noch weniger Food. Aber hier müssen wir das natürlich machen, um an die Gems ranzukommen. Ja, so viel zu dem Terrain. Ja, falsche Knopf hier. Zack, zack.
Dann bin ich ein bisschen darüber weggegangen, dass man dieses Diplomatiefenster, was wir mit den Irokesen gesehen haben, als wir den das erste Mal getroffen haben, das kann man öffnen, indem man hier oben in das Diplomatie-Menü geht und dann auf ihn draufklickt. Dann öffnet sich dieses Was Fenster wieder. Da kann man dann handeln und Krieg erklären und alles Mögliche. Genauso kann man auch einfach hier drauf drücken, dann ist man auch direkt in dem Stadtstaatfenster. Also man muss nicht jedes Mal auf die Stadt klicken. Jo, so viel dazu. Dann machen wir einfach mal weiter. Ich wollte auf jeden Fall langsam mal auf die Happiness eingehen. Das werde ich auch gleich tun. Aber jetzt beenden wir erstmal die Runde. Man sieht ja, wenn man das Spiel neu lädt, wie ich es gerade gemacht habe, dann ist das Panel hier wieder zu. Da muss man sich dann halt wieder einstellen, was man da haben will. Wie gesagt, ich habe da immer ganz gerne die Research Overview. So, machen wir doch mal Next Turn. Alles klar, wir sind schon im Jahre 3400 vor Christus angekommen. 600 Jahre sind schon vergangen. In Berlin leben mittlerweile auch mal zwei Leute innerhalb von 600 Jahren. Passt. Gut, hier oben haben wir noch eine Ruine, zu der wir mal hingehen wollen. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich immer ein Feld nacheinander mich bewege anstatt direkt zwei, das hat durchaus einen Grund. Das meine ich nicht einfach so aus Jux und Dollerei. Und zwar waren ja hier ein paar Felder, die noch nicht aufgedeckt waren. Und vielleicht verbirgt sich darunter irgendwas, was mich interessiert. Ja? Deswegen gehe ich lieber erst einen Schritt und gucke, was ist denn da? Vielleicht möchte ich ja doch noch meinen Kurs ändern. Und dann gehe ich noch den zweiten Schritt. Also, das ist wieder so ein kleiner Movement-Kniff. Ja, Berlin baut nach wie vor den Worker. Was ich in der letzten Folge ein bisschen übergangen habe, ist, dass wir ein neues Feld freigeschaltet haben, das jetzt zu unserem Reich gehört. Das heißt, wenn wir hier auf Berlin klicken und das Citizen Management aufmachen, sehen wir, wir haben hier ein neues Feld, was bewirtschaftet werden kann. Und das hat er auch automatisch gemacht, weil das Ding halt noch zwei Gold zusätzlich hat, als die anderen hier. Wobei dieses Feld hier natürlich zwei Production hat. Ja, das ist der Default-Fokus. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf, was würde ich denn da, Food-Fokus, da ändert sich gar nichts. Kann sich ja auch nicht, die haben ja alle nur ein Food. Wenn ich jetzt Production-Fokus machen würde, dann würde er eben dahin umschalten. Ich lasse den Default-Fokus mal drin. Den würde ich auf jeden Fall drin lassen, wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr, also wenn ihr nicht genau wisst, was ihr hier macht, dann lasst immer den Default-Fokus drin. Aber die zwei Gold interessieren mich gerade nicht. Ich will lieber die zwei Production, damit meine Worker schneller fertig wird. Deswegen werde ich das jetzt mal so machen. Ich klicke einfach mal hier hin. Dann nimmt der den Arbeiter, der am sinnvollsten darüber verwiesen werden kann und lockt ihn jetzt hier ein. Also der kann mit seiner automatischen Zuweisung dieses Feld nicht mehr ändern, bis ich das wieder freigebe. Ja? Das heißt, der Arbeiter wird jetzt dieses Feld bearbeiten, bis ich sage, okay, kann es wieder automatisch machen. So, dann Return to Map. Und wir machen mal Next Turn. Oh, ihr habt gerade gesehen, der ist gerade aufgeploppt, der ist nicht hier hingelaufen, sondern ihr habt diesen Effekt gesehen. Das heißt, der ist da gerade gespawnt. Und wenn der da gespawnt ist, heißt das, dass hier ein Barbaren-Encampment sein muss. Was wir jetzt gleich auch sehen werden, wenn wir hier hingehen. Ja, da ist es. Gut, zwei Warriors oder zwei Brutes wollen wir uns jetzt nicht unbedingt anlegen. Deshalb verziehe ich mich hier mal wieder. War schön mit euch. Hier sieht man allerdings jetzt auch, dass der zum Beispiel keine Boni auf seine Combat Strength kriegt, weil er zum einen nicht in einem Terrain steht, das ihm Kampfbonus gibt, und zum anderen ist er nicht fortified. Das heißt, dem wäre ich jetzt überlegen, wenn ich ihn angreifen würde. Aber dann holt er seinen Bruder dazu und das wird ugly. Das wollen wir nicht. Oh, weiter geht's. Oh,
Hier haben wir noch ein Feld freigeschaltet und das ist ein Getreidefeld. Das wollen wir natürlich haben. Also da muss man drauf achten, wenn man halt in dem Citizen Management umfummelt, so wie ich es gerade gemacht habe, wenn man hier automatisch was zugewiesen hat, dann muss man halt wirklich darauf achten, dass nicht wie jetzt in dem Fall auf einmal ein neues Feld da ist. Weil die Zuteilung, wie sie jetzt ist, die ist scheiße. Weil wir haben zu wenig Food und wir haben jetzt hier zwei Felder, die zwei Food haben. Aber er kann den hier nicht da hinsetzen, weil ich den ja gelockt habe. Das heißt, ne, wenn man da selbst rumfummelt, dann muss man das wirklich im Auge behalten. Und um das wieder freizugeben, einfach hier auf die Stadt klicken, dann weist er das wieder automatisch zu. Und jetzt haben wir plus 2 Food, haben ein bisschen Production verloren, ein Production, aber das macht jetzt gerade mal nichts. Das würde wahrscheinlich sowieso nichts daran ändern, dass der noch 3 Turns braucht. Gut, die Brut hier, die möchte ein bisschen mit mir mitkommen. Der greift mich jetzt nicht an, weil ich eben diesen Bonus gegen Barbaren habe und da unten kann man es ja auch lesen, das wäre jetzt ein Minor Victory. Und wenn er mich bei ihm steht, dann natürlich entsprechend Minor Defeat, wenn er mich angreifen würde. Und ja, die KI ist so ausgelegt, dass sie solche Angriffe normalerweise nicht macht. Es sei denn halt, die haben noch Verstärkung dabei, weil der ist zu weit weg. Also wie genau die KI tickt, das kann man auch recht leicht durchschauen. Also merkt man dann früher oder später. So, wir gehen jetzt hier hoch Richtung Ruin. Hier haben wir noch mehr Edelsteine. Die brauchen wir auf jeden Fall. So. Gehen wir mal ein bisschen auf die Happiness jetzt ein. Ich hatte in der ersten Folge schon ein bisschen was über Happiness erzählt. Dass das wichtig ist, dass man immer positive Happiness haben sollte. Aber ja, wie generiert man Happiness und woher kommt Unhappiness? Ihr seht es da schon, es steht da, woher Unhappiness kommt und woher Happiness kommt. Unhappiness kommt in erster Linie, also eigentlich fast ausschließlich, von Städten. Zum einen von der Bevölkerung in den Städten, da sieht man es, to generated by population. Jede Population gibt ein Unhappiness, solange man nicht irgendwelche Modifier dabei hat. Ja, und dann die Number of Cities. Also die Anzahl der Städte, die man hat, gibt auch nochmal Unhappiness. Es gibt noch mehr Faktoren, die Unhappiness geben. Wenn man zum Beispiel eine andere Stadt erobert, dann gibt einem das wesentlich mehr Unhappiness, als wenn man eine eigene Stadt hat. Und dann gibt es noch Spezialisten, auf die gehe ich später ein, die geben auch Unhappiness. Ja, es gibt noch so die eine oder andere Möglichkeit, Unhappiness zu kriegen. Aber die Hauptursache von Unhappiness ist eben Bevölkerung. Das heißt, wie möchte man vermeiden, mehr Unhappiness zu haben? Wenn man jetzt zum Beispiel keine Chance hat, seine Happiness zu erhöhen, dann muss man dafür sorgen, dass die Bevölkerung nicht wächst. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man hier mal auf Berlin klickt, kann man hier das Avoid Growth ankreuzen. Dann verteilt er die Worker so, dass er möglichst nicht weiter wächst. Das ist hier jetzt etwas schwer. Okay, der ist ein bisschen dumm. Aber mehr oder weniger funktioniert es normalerweise. Ja, also das kann man machen, wenn man merkt, okay, jetzt wird es langsam eng mit der Happiness und ich möchte jetzt mal lieber nicht mehr an Happiness haben. Genauso sollte man halt keine neuen Städte gründen, wenn man zu wenig Happiness hat. Sobald man eine neue Stadt gründet, kriegt man direkt mal auf einen Schlag neue Unhappiness. Und das ist nicht wenig. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob man tatsächlich 3 Unhappiness für jede Stadt kriegt, aber ich denke doch. Also wenn man eine Stadt gründet, kriegt man ja automatisch eine Bevölkerung. Das heißt 3 durch die Stadt an sich und 1 durch die Bevölkerung. Das heißt auf einen Schlag 4 Unhappiness. Das würde uns jetzt zum Beispiel schon auf 0 bringen. Das heißt, bevor wir jetzt anfangen, eine neue Stadt zu gründen, müssen wir erstmal Happiness erhöhen. Wie wir das machen, ist nicht ganz so simpel. Also das ist tatsächlich ein Problem, das sich durch das ganze Spiel zieht. Also das Happiness Management nenne ich es mal, ist ein ja, kritischer Punkt der Reichsverwaltung. Ja, machen wir den Deutschen alle hin. Die erste Möglichkeit ist Happiness durch Gebäude zu kriegen. Wir haben jetzt hier gerade kein Gebäude, was wir bauen können, das Happiness gibt, aber wenn wir uns mal den Tech Tree anschauen, haben wir hier zum Beispiel die Technologie, die wir gerade erforschen, Trapping. Die lässt uns den Zirkus bauen. Der zum Beispiel, da sieht man es, gibt Happiness plus 2. Also, das ist die erste Möglichkeit, Happiness zu kriegen, durch Gebäude. Hier gibt es auch noch andere Gebäude, die das geben.
Da haben wir das Kolosseum, und da Circus Maximus, und so weiter. Also da gibt es immer wieder so ein paar Gebäude durch die ganzen Äras hinweg, die Happiness geben. Jetzt haben wir zum Beispiel den Zoo. Eine Sache muss man allerdings beachten. Da steht es unten, nämlich in der Beschreibung von dem Kolosseum zum Beispiel. Die meisten dieser Happiness-Gebäude können nicht mehr Happiness geben, als es Bevölkerung der Stadt gibt. Also, wenn man jetzt eine neue Stadt gründet und man kauft sich zum Beispiel direkt ein Kolosseum, aber die Stadt hat halt noch Bevölkerung 1, dann gibt das Kolosseum auch nur Happiness plus 1, bis die Stadt halt wächst. Sobald die Stadt gewachsen ist, dann gibt es auch wieder plus 2. Ja. So, zweite Möglichkeit, die Happiness zu erhöhen, sind Luxusgüter. Das macht die Luxusgüter auch so wichtig. Also die sind wirklich ausschlaggebend, um die Happiness unter Kontrolle zu halten. Jede Luxusressource, die man bearbeitet hat, also wenn man hier eine Mine drauf hat, dann ist das Ding bearbeitet, gibt einem plus 4, plus 4 glaube ich, oder plus 3, weiß gar nicht, sehen wir gleich, Happiness einmalig. Also das bedeutet, wir haben hier zwei Gem-Quellen. Wenn ich das hier bebaue, kriege ich plus 4 oder plus 3 Happiness. Und wenn ich dann hier auch noch eine Mine drauf mache, dann bleibt es aber bei dem plus 4. Also ich kriege nicht zweimal den Bonus von derselben Ressource. Aber jede unterschiedliche Ressource gibt mir, wie gesagt, einmalig diesen Bonus. Das heißt, für Gems würde ich halt. Ach so, da steht es ja auch, plus 4. ein bisschen dämlich gerade. Plus 4 Happiness von den Gems. Dann gibt es hier nochmal plus 4 Happiness von dem Ivory. Und hier unten hätten wir auch nochmal plus 4 Happiness von Citrus. Das heißt, wir hätten hier schon direkt 12 Happiness. Also, das lohnt sich. Ja, ist halt die Frage, wenn die überschüssigen Gems jetzt keine Happiness geben, was will ich dann mit denen? Ja, die haben noch einen weiteren Nutzen, um genau zu sein. Und der ist beim Handel anzufinden. Und zwar können wir unsere überschüssigen Luxusressourcen, also wenn wir jetzt zweimal Edelsteine haben, dann bringt mir das eine Edelstein gar nichts. Ja? Also eins davon kann ich ruhig verscheuern. Und das ist auch tatsächlich der einzige Nutzen, den diese überschüssigen Luxusgüter haben, dass man ihn anderen Spielern verkaufen kann. Und dadurch gewinnt man auch tatsächlich recht viel Gold. Also es ist auch eine sehr starke Einnahmequelle. Und um halt damit wirklich Geld einnehmen zu können, muss man halt mit anderen Spielern gut gestellt sein. Wenn ich mich jetzt mit allen fünf Spielern im Krieg befinde, dann kann ich mit denen nicht handeln. Dann verliere ich das komplette Gold durch die überschüssigen Luxusgüter. Also man muss immer überlegt handeln, wenn es um Krieg geht. Also da geht es nicht nur ums Kämpfen da, das hat auch wirtschaftliche Folgen, starke wirtschaftliche Folgen. Naja, aber dazu kommen wir dann später, wenn es soweit ist, ja, totaler Krieg hier ausgeworden ist. ja, es gibt noch andere Möglichkeiten, Happiness zu kriegen. Gucken wir uns mal gerade hier die Punkte an. Ja, da steht es ja auch, der erste Punkt direkt, null from having at least one source of luxury resources. Das ist das, was ich mit den Luxusressourcen erklärt habe. Local City Happiness ist durch Gebäude. Dann Global Social Policy Happiness. Bei den Social Policies, das sind die Dinger hier, gibt es einige, die Happiness geben. Hier, doch da zum Beispiel. Plus one Happiness for every 10 citizens in the city. Hier hätten wir plus one Happiness for each city connection. Was ist das? Sehen wir später. Hier plus one Happiness für jede Garnison. Garnison, das kann ich mal gerade erklären. Wenn man eine Militäreinheit in eine Stadt stellt und sie dort fortified oder auf Alert stellt, wie auch immer, dann ist die Militäreinheit in der Stadt garnisoniert. Das heißt, ja, die ist quasi so als Stadtwache da drin. Das zählt dann als Garnison und das würde dann hier in diesem Fall zum Beispiel diesen Bonus geben von Happiness und zwei Culture. Deswegen Honor ist auch nicht verkehrt. Aber mit Liberty kann man nie was falsch machen.
Da kann man wirklich nie was falsch machen. Es sei denn, man ist Venedig. Ja. Dann machen wir mal Next Turn. Ich laber hier so viel, ich spiele so wenig. Da wurde auch direkt das erste Pantheon gegründet. Und wenn man ein Pantheon gründet, dann kann man sich einen so einen Perk aussuchen. Hier sieht man es. They have chosen the belief in Goddess of Protection. Plus 30% Increase in City Ranged Combat Strength. Das heißt, deren Städte machen 30% mehr Schaden. So, wir snacken uns jetzt mal gerade hier die Ruinen. Haben wir da? Evidence of recent activity reveals the location of nearby barbarian encampments. Ja, wir haben jetzt Barbaren-Camps in der Nähe auf der Karte freigeschaltet. Gibt's anscheinend nur das eine. Tja. Next turn. Ja, das heißt, der Plan ist jetzt gerade, wir müssen uns ein bisschen gerade hier um das Food kümmern. Das machen wir, indem wir mit dem Worker gleich hier ein paar Farben hinsetzen. Sobald Food unter Kontrolle ist, damit Berlin schon gescheit wachsen kann, müssen wir uns um Luxusgüter kümmern, damit wir mehr Happiness kriegen. Und sobald wir genug Happiness haben, müssen wir mal langsam Gas geben, neue Städte zu gründen, unser Reich auszubreiten. Und in der Zwischenzeit uns mal um diese verkackten Barbaren zu kümmern. So, hier, den mache ich gleich fertig. Ich gehe jetzt erstmal gerade hier hin. So ein Sumpf hat übrigens auch minus. Da muss ich kurz nachschauen. Minus 15% Combat Terrain Modifier. Das heißt, wenn man hier drin steht, dann hat man minus 15% Verteidigung. So, wir haben wieder eine Sozialpolitik freigeschaltet. Das ist äußerst gut. Ja, wenn man Liberty wählt, was ich jedem von euch empfehlen würde, wenn ihr das Spiel gerade anfangt, dann muss man halt, sobald man vor dieser Entscheidung steht, die zweite Sozialpolitik zu wählen, muss man sich eine von zwei Optionen überlegen. Die zwei Perks, die hier extrem interessant sind am Anfang, sind zum einen Collective Rule. Dass die Settler 50% schneller gebaut werden, ist ganz nett, aber was besonders geil ist, ist, dass wir einen Free Settler, das heißt einen Siedler, geschenkt bekommen, der dann neben unserer Hauptstadt spawnt. Das heißt, wir können, wenn wir diesen Perk hier nehmen, können wir direkt eine neue Stadt gründen gehen. Das ist ziemlich nice. Oder die Alternative ist hier Citizenship. Da kriegen wir sofort einen Worker geschenkt. Und Worker arbeiten 25% schneller. Also da muss man halt überlegen. Um hier hinzukommen, muss man sowieso erstmal das hier skillen, ja, die Republic. Und das ist plus ein Production in every city and plus 5% Production in cities when constructing buildings. Das ist natürlich für ein großes Reich, ist das gut. Wenn man irgendwie 15 Städte hat, dann hat man natürlich plus 15 Production. Das ist natürlich awesome. Aber wenn man halt jetzt hier am Anfang eine Stadt hat, plus ein Production, jetzt nicht so der Oberhammer. Deswegen, da wir ein recht starkes Food-Problem haben, werde ich jetzt, glaube ich, mal den Citizenship nehmen. Hätten wir hier eine geilere Gegend, eine geilere Startgegend, wo ich also auch genug Ressourcen hätte, ohne dass ich die modernisieren muss, dann wäre ich direkt auf den Settler gegangen. Aber so müssen wir uns jetzt erstmal hier darum kümmern, dass wir neue Ressourcen kriegen. Ja. Der Worker ist jetzt hier einfach gespawnt, neben der Hauptstadt. Und der hat noch ein zusätzliches Menü, wie man hier unten sieht. Und zwar, der kann Verbesserungen bauen. Improvements. Momentan kann er nur eine Farm und eine Mine bauen. Die haben wir ja auch schon freigeschaltet. Minen kann man nur auf Hills bauen, also auf Hügeln. Oder auf Eisenvorkommen. Wobei, jetzt später gibt es auch noch andere Sachen wie Aluminium zum Beispiel. Aber hier so Eisenvorkommen zum Beispiel, die können halt auch auf normaler Ebene sein. Auf so einer normalen Ebene kann man normalerweise keine Mine bauen, wie man hier sehen kann. Keine Mine da, nur die drei Sachen. Aber wenn hier ein Eisenvorkommen wäre, dann könnten wir auch hier eine Mine zum Beispiel bauen. Aber sonst kann man Minen nur auf Hügeln bauen. So. Farms kann man überall auf Grasland und Plains bauen. Und
Fort bringt keinen Yield-Bonus, sondern einfach nur, da steht es ja auch, plus 50% Defensive Strength, also Einheiten, die man in diesem Teil, in diesem Feld stehen hat, die kriegen plus 50%, was verdammt viel ist, an Verteidigungsbonus. Also, ja, wenn man irgendwie eine Front hat, die man verteidigen will, dann kann man da ein paar Forts hinbauen und dann steht da, dann steht da aber eine Mauer. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir hier oben eine Farm hinbauen. Das Getreide kann man halt noch verstärkt abbauen, sage ich mal, durch eine Farm. Also wenn man hier halt eine Farm hinbaut, dann ergibt es eine Synergie mit dem Wheat. Oder wir gehen hier hin zu den Horses und bauen ein paar Pasture. Das Problem ist, die Pasture gibt es nur plus 1 Production. Aber wir brauchen Nahrung. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ist, ich gehe da rauf und baue da oben ein Feld. Der nächste Arbeiter, der rauskommt, der baut dann hier ein Feld hin. Ja, der ist so dämlich, mich anzugreifen, während ich in dem Wald stehe. Ja. Wie man sieht, er hat 31 bekommen, ich nur 25. Und ihr habt hier vielleicht diese blaue Zahl gerade aufploppen sehen, das war Erfahrung. Einheiten können aufleveln. Hier an diesem blauen Balken erkennt man es, wenn man mit der Maus drüber geht, ist momentan Level 1, hat 4 von 10 Erfahrung bekommen. So eine Kampfaktion gibt in der Regel 4 XP. Sache über Barbaren ist halt die, dass man an Barbaren selbst nicht über Level 3, glaube ich, leveln kann. Also du kannst Barbaren töten, so viel du willst, du wirst nicht mehr als Level 3 erreichen. Hier sieht man jetzt auch den HP-Balken. Wenn man mit der Maus drüber geht, ist man da 75 von 100 Hitpoints. Ja, der Typ hat natürlich keine Chance, weil ich hier auf dem Berg stehe und meine 20% Bonusschaden gegen Barbaren mache und er da unten steht. Deswegen können wir da bedenkenlos draufknödeln. So, der nächste Worker ist fertig gebaut. Der kann dann jetzt mal hier rübergehen. Fliegen ist da oben rauf. Zack. Und dann müssen wir eine neue Produktion für Berlin auswählen. Ja, ich denke, wir werden jetzt einmal mit einem Warrior starten, damit wir die ganzen Camps mal hier klären können. Das Prinzip der Deutschen ist nämlich durchaus ein bisschen zu snowballen. Also wenn ich jetzt anfange, hier die Barbaren-Camps zu clearen, dann gewinne ich dabei Einheiten. Ne? Ich habe eine 67% Chance, die Einheit zu erobern. Das heißt, ich starte mit zwei Warriors und wenn ich fertig bin, hier die ganzen Camps weggeräumt habe, habe ich wahrscheinlich so 4 bis 5 Krieger. Also, das ist schon ordentlich. So kann man sich eine ordentliche Armee für den Anfang anhäufen, ohne überhaupt großartig welche zu bauen. Das würde ich durchaus empfehlen. Der Kampf wird wahrscheinlich zum nächsten Mal warten müssen. Ich bin jetzt leider nicht zu den Trade Routes gekommen, aber das machen wir beim nächsten Mal. Happiness dürfte ausgiebig erklärt worden sein. Es gibt da noch so ein paar Kniffe, paar Möglichkeiten an Happiness zu kommen, paar Möglichkeiten an Unhappiness zu kommen, aber die bespreche ich dann, wenn sie relevant werden. Das ist wahrscheinlich am cleversten, um jetzt nicht unnötig viele Informationen auf einmal rüberzubringen. Gut, soweit, so gut. Unser Food-Problem ist bald hoffentlich gelöst. Berlin wächst in 2 Runden. Dieser Brute ist in 2 Runden tot. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter.